So, kommen wir mal zum zweiten Teil für heute Abend, nämlich dem sogenannten Podcasting, also der Frage, wie bekomme ich einen Audioinhalt idealerweise so hergestellt, dass ich ihn gut im Netz teilen kann, ohne großen Aufwand und bestenfalls ohne tiefgreifendes technisches Know-how. Vielleicht so viel, Sie brauchen dafür ein Tool, eine kleine Erweiterung für dieses Tool. Dann brauchen Sie eine Plattform, auf der Sie ein Audio-File in Reihe hosten können, also einen sogenannten RSS-Feed, mit dem Sie Audio-Files präsentieren können. Und schlussendlich brauchen Sie eine Oberfläche, auf der Sie das Ganze zeigen können. Ich würde mir einen Ausblick wagen in Richtung der Frage, wie können Sie einen RSS-Feed auch bei Spotify und bei iTunes melden. Das ist aber ein Bonus, den Sie tatsächlich in der Form nicht brauchen, sondern Sie müssen nur Ihre Audiofiles ins Netz und auffindbar machen. Gut, beginnen wir also mit dem Tool, das Sie brauchen dafür. Übrigens verlinke ich alle Tools mit den entsprechenden Adressen im Kommentarbereich unter diesem Video. Sie müssen also nicht mühsam das aus dem Fenster abschreiben. Und ich gebe auch einen Tipp bezüglich der Aufnahmetechnik. Die würde ich ebenfalls im Kommentarbereich zum Video posten. Also das, was ich hier gerade benutze, ist das Samsung Stage Kit, das in der ersten Version mir schon jetzt seit einem Jahr sehr treue Dienste leistet. Kann ich nur empfehlen, liegt um die 100 Euro und ist tatsächlich jeden einzelnen Cent wert. Und das nächste ist, was ich für die Lehre empfehle, nämlich wenn Sie tatsächlich keinen Wert legen auf die Bildproduktion, reicht auch ein USB-Mikrofon oder ein USB-Headset von Logitech oder von Sennheiser. Die sind für relativ schmales Geld zu bekommen und die Audioqualität ist dennoch sehr, sehr gut. Aber der Vorteil an diesem kleinen Schmuckstück ist, ich kann mich während der Aufzeichnung in der Vorlesung frei bewegen, bis zu, ich würde mal schätzen, 20 Meter. Der Anbieter spricht davon, dass ich bis zu 100 Meter mich bewegen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber 20 Meter reichen. Und das ist ein langlebiges Mikrofon. Das heißt, ich nehme jetzt bestimmt die 12. oder 13. Stunde mit dem ersten Satz Batterien, mit einem Satz Batterien auf. Ja, das dazu. Werde ich aber gleich noch nachher nochmal sagen. Beziehen Sie sich bitte Audacity als Tool. Laden Sie das herunter. Und das Zweite, was Sie bitte neben dem Herunterladen, Installieren dieses Tools machen, Sie müssen sich einen MP3 Codec installieren, mit dem Sie MP3s aus Audacity exportieren können. Und ich zeige Ihnen das ganz kurz. Das wäre auf dieser Seite diese Datei. Die installieren Sie bitte und dann gehen Sie wie folgt vor. Installieren Sie bitte erst Audacity in der Version für Ihr Betriebssystem und danach den Lame Codec für für den Export von MP3s. Warum MP3s? Gut, die sind möglicherweise nicht am sensitivsten für die Durchzeichnung der Höhen. Das kann sein. Aber wir nehmen auch keine klassische Musik auf und kein Flötenkonzert, sondern menschliche Sprache. Und da kann man mit einer Kompression des Ganzen schon ganz gut leben. Ja, also wenn Sie sich diese beiden Programme heruntergeladen haben, erst Audacity, dann den Lame Codec installiert haben, öffnen Sie bitte Audacity. Die Oberfläche ist sehr, sehr schmucklos, aber sie muss auch nicht viel können. Das, was Sie jetzt hier bitte tun, ist, dass Sie entweder das Menü eine neue Datei öffnen. Sie können auch mit einem schon existierenden Dateien weitermachen und Sie sehen, für jede Datei öffnet er ein eigenes Fenster. Und jetzt habe ich hier bereits ein Mikrofon angeschlossen, das heißt, ich brauche jetzt eigentlich nur hier zu sprechen. Sie sehen, Sie können hier einstellen, welche Mikrofone Sie verwenden.
Ich probiere das jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich dann wegblockt im Stream, in der Aufnahme. Nein, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich stelle hier das Samsung RXD Drive ein. Andere Einstellungen müssen Sie eigentlich überhaupt nicht vornehmen. Und es ist vollkommen ausreichend, dass hier in diesem Tool jetzt einfach die Sprache aufgenommen wird. Und Sie sehen, es läuft ein Spektrometer hindurch mit einer rudimentären Anzeige Ihrer Audioaufnahmen. Und damit sprechen Sie einfach Ihre Präsentation ein und können hier auch noch marginale Veränderungen vornehmen, die Sie nicht müssen. Sie können in diesem Programm auch schneiden. Also das heißt, wenn Sie mit einer bestimmten Sequenz nicht einverstanden ist, kurzer Trick, das zeige ich Ihnen. Klatschen Sie einmal in die Hände und Sie sehen den Peak im Verlauf. Springen dann und machen eine Pause. Springen dann später an diese Stelle zurück und schneiden exakt diesen Teil aus dem Pfeil heraus, sodass Sie relativ problemlos auch mit Fehlern umgehen können. Ich stoppe jetzt mal die Aufnahme und würde die Stelle herausschneiden, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Markieren Sie die Stelle einfach. Also Sie müssen erst auf Stopp drücken, Sie dürfen nicht pausieren, auf Stopp drücken. Markieren Sie diese Stelle, ja, und entfernen Sie sie ganz einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Sie haben noch eine Menge Effektmöglichkeiten, können die Geschwindigkeiten ändern, können ein- und ausblenden. Das alles brauchen wir nicht. Wenn Sie irgendwann mal professionell arbeiten wollen, dann fügen Sie ein Intro zu als zweite Tonspur und so weiter und so fort. Aber das sind alles Spielereien, die wir heute nicht brauchen. Heute geht es nur um die Aufnahme einer Audiospur und das Hosting bei einem Podcast-Dienst. Gut, wenn Sie damit fertig sind, jetzt das ganze Geheimnis, exportieren Sie das als MP3, Kind Nummer 2, exportieren Sie das als MP3 und speichern es an einem Ort Ihrer Wahl ab. Ich lege es jetzt der Einfachheit halber auf das Desktop. Hier können Sie die Qualität einstellen und ich nenne das Ganze jetzt Podcast Test. Speichere das ab. Achtung, das, was Sie jetzt hier tun können, ist, dass Sie die normalen MP3-Tags vergeben, die für MP3s üblich sind. Brauchen Sie an dieser Stelle nicht zu tun. Wer das gern möchte, kann das freilich machen. So, jetzt speichert er das Ganze ab und damit ist Ihre erste Podcast-Folge idealerweise im Kasten. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie verteilen Sie die? Jetzt haben Sie natürlich die Möglichkeit, ich bringe jetzt mal wieder zurück in diese Test-2-Gruppe. Wenn Sie keine Lust haben, einen eigenen Podcast aufzunehmen, dann nehmen Sie doch einfach das File und laden Sie es in die Gruppe. Ja? Dann können Sie es hier an dieser Stelle anhören. Und jetzt muss erst laden. Warum macht er das jetzt nicht? Jetzt ist es da. Ich mache das jetzt mal ein bisschen lauter hier. Spektrometer hindurch mit einer rudimentären Anzeige Ihrer Audioaufnahmen. Und damit sprechen Sie einfach Ihre Präsentation ein und können hier auch noch marginale Veränderungen vornehmen. Ja, also Sie sehen, das ist eigentlich leichter als. Darf keine Witze machen. Also ich sage, vielleicht ist es leichter als Kartoffeln zu schälen. Ja. Also Sie produzieren einfach mit Audacity in dem entsprechenden Codec Ihr Audiofile, brauchen ein gutes Mikrofon und dann hosten Sie es einfach in die Gruppe und schon haben Sie Ihren eigenen Podcast. Wenn Ihnen das ein bisschen zu simpel ist, dann möchte ich Ihnen sehr gern Castbox FM empfehlen. Das ist ein Podcast-Hoster, den ich sehr gern benutze. Hier müssen Sie sich anmelden, das sage ich Ihnen gleich, mit einem Google-Account oder einem Facebook-Account. Das ist das Los, wenn man sich im Netz bewegt. Also das heißt, wenn Sie einen Google-Account haben, dann benutzen die ruhig.
probieren hier ein wenig aus und werden irgendwann in das sogenannte Creator Studio kommen. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz, was von mir hier liegt. Ich habe hier die Vorlesung zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Das ist eine Zweitverwertung meiner Vorlesungen, die eigentlich bei YouTube liegen. Die Vorträge zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen ist dasselbe, die Literatur fürs Studium und der schon erwähnte Dr. Eibelit ebenfalls als Podcast. Und wir bräuchten jetzt im Wesentlichen wenn Sie hier einen Channel anlegen, würden Sie einen neuen Free Channel anlegen, würden den ganzen nennen Test 2 Matrix, ja. Können das Ganze dann ausfüllen. Das würde ich jetzt in der Form nicht machen, sonst muss ich den wieder zurücknehmen und der Betreiber fragt mich, was das Ganze soll. Und können hier freilich auch eine Grafik hinterlegen, die für Ihren Podcast relevant wird. Nur ganz kurz zur Warnung. Das Ganze muss eine Größe haben von wenigstens 1400 mal 1400 Pixeln, dieses Bild. Und es darf nicht größer sein als 500 Kilobyte. Das kommt aus einer Zeit, in der Apple mit den iPods die ersten Podcasts veröffentlicht hat und natürlich man auf dem Display ein tolles Vorschaubild zeigen wollte, das gleichzeitig aber nicht zu groß sein durfte, denn die Speichermenge der ersten iPods war sehr begrenzt. Also hier müssten Sie wahrscheinlich jemanden fragen, der sich mit Grafikerstellungen auskennt. Das ignorieren wir jetzt mal. Nehmen wir mal an, Sie haben Ihren Channel erstellt. Finish, ja, das ist alles überhaupt kein Thema. Ist es so, dass Ihnen hier ein Channel dann angelegt wird? Ich greife jetzt mal heraus die Vorlesungen und zeige Ihnen mal, wie die ganze Oberfläche dann aussieht. Sie sehen hier also wie eine YouTube-Oberfläche. Ja? Also Sie sehen hier die Grafik für den Podcast. Sie sehen hier die Beschreibung dessen, was da abläuft. Hier eine ganz kurze Informationsangabe für den, der diesen Podcast installiert. Und jetzt das Entscheidende, einen RSS-Feed. Und dieser RSS-Feed identifiziert jede Einzelfolge dieses Podcasts und macht sie vor allen Dingen in Podcast-Apps zugänglich. Was ich noch nicht probiert habe, was passiert, wenn man eine Podcast-URL in dieser Form hier einbettet, wird wahrscheinlich nichts passieren. Nein, also Sie sehen, damit können Sie noch nicht allzu viel anfangen. Aber Ihre Podcast-Apps können diese mit dieser schon mit diesem RSS, mit dieser RSS, mit diesem RSS-Feed schon arbeiten. Das nächste ist, dass Sie, wenn Sie das angelegt haben, dann eine Episode zu jedem Podcast hinzufügen können. Dazu wähle ich jetzt wieder die Vorlesungen aus und Sie erinnern sich, wir haben gerade ein schönes MP3-File aufgenommen und das Ganze würde ich jetzt hier zu dieser Folge hinzuladen. Sie sehen alles schön Drag and Drop. Das war jetzt aber insofern ein bisschen unglücklich, als ich Ihnen zeigen wollte, welche Dateigrößen Sie installieren können. Jetzt passen Sie auf, warum MP3 hat einen ganz einfachen Grund. Sie dürfen nur bis zu, das klingt jetzt zwar wenig, ja, Sie dürfen nur bis zu 400 Megabyte an Daten veröffentlichen. Das ist von der Sache her nicht allzu viel. Vor allen Dingen, wenn Sie mit WAV-Files operieren, deswegen konvertieren Sie das Ganze bitte in MP3. Sie könnten auch daneben noch mit MP4s arbeiten. Das sind Daten, die dann von Mobiltelefonen herkommen. Sie sehen auch schon, da hat das Ganze seine Wurzel. Gibt auch eine mobile App fürs Telefon. Also theoretisch können Sie das Ganze auf dem Telefon initialisieren. Ziehen das MP3-File hier hoch, fügen das Ganze zu einem Channel dazu, geben dem Ganzen einen Namen und stellen das für die Community zur Verfügung. Das war's. Auch relativ einfach, wenn man weiß, wie man es macht, mit sehr wenigen technischen Voraussetzungen und eigentlich gut verständlich. Also im Wesentlichen funktioniert das Einstellen einer Podcast-Folge nicht anders als das Hochladen eines Files bei Opal. Ja? Also das ist überhaupt kein Thema. Jetzt erinnern Sie sich aber vielleicht, dass wir zum Thema Spotify noch was sagen wollten, nicht wahr? Spotify ist nämlich tatsächlich dann, da wird es dann wirklich interessant. Ich gehe jetzt nochmal auf den Channel und gehe jetzt mal auf die Vorlesungen nochmal. Sie sehen, die Abrufzahlen der Vorlesungen hier bei Castbox sind jetzt nicht so überwältigend. Das liegt daran, dass Castbox noch nicht so sehr verbreitet ist. Ich brauche aber diese Adresse.
diesen RSS-Feed-Adresse und gehe jetzt mal zu Spotify.com. Ja, Spotify.com wird von einigen sehr kritisch gesehen in dem Bereich der oder in der Community, weil Spotify Podcasts kommerzialisiert. Das kann Ihnen aber in der Form zunächst noch egal sein, denn Spotify macht Ihre Podcasts sehr, sehr einfach zugänglich. Dann gibt es eine Adresse, podcasterspotify.com, und Sie sehen hier zum Beispiel die Vorlesung Linguistik Vorlesung zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Sie haben ein paar Statistiken da und Sie können jetzt, wenn Sie ein Spotify-Konto haben, mit einem einfachen Klick, gehe ich jetzt mal durch, Ihren RSS-Feed, den Sie gerade bei Castbox eingestellt haben. Also hier erkennt ihr natürlich, dass der schon bei Spotify ist, aber mit einem einfachen Klick Ihren Podcast bei Spotify zugänglich machen und über Spotify veröffentlichen. Das Ganze kostet Sie freilich auch nichts. Im Gegenteil, Spotify profitiert von Ihren Daten. Bei Apple sieht das Ganze nicht anders aus. Das kann ich Ihnen auch zeigen. Aber Sie müssen an diesen Portalen Ihren Podcast melden, denn sonst ist er nicht auffindbar. Das wäre schade. Und das zeige ich Ihnen auch mal ganz kurz. Hier die Übersicht bei Apple. Auch da ist es so, Sie werfen ganz einfach den RSS-Feed in die entsprechende Adresse und dann können Sie Ihren Podcast bei iTunes registrieren lassen. Der Vorteil, wenn Sie das über iTunes haben registrieren lassen, ist Ihr Podcast auch auffindbar also im Podcast Player Pocket Cast. Das ist der beliebteste Podcast Player, der für Android und iOS auf dem Markt ist. Das muss in 10 Jahren nicht mehr so sein, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Gut, jetzt mal unabhängig von der Registrierung, das sind alles noch Fragen, die kann ich Ihnen nochmal beantworten. Würde ich Ihnen jetzt noch ganz kurz zeigen, wie Sie denn mit dem Podcast in Ihrer Umgebung hier arbeiten können. Nämlich, wir nehmen mal an, Sie hätten einen Podcast bei Spotify indiziert. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu Spotify und versuchen, den Podcast zur Vorlesung mal zu finden. Und wenn Sie den indiziert haben, gibt es da eigentlich eine ganz einfache Variante. Wir öffnen jetzt mal hier den Webplayer, um die Anschau oder die Voransicht zu sehen. Sie sehen, wir erfreuen uns an moderner Unterhaltungsmusik. Und wir schauen mal nach meinem Namen. Da ist er nämlich hinterlegt und Sie sehen dann, unabhängig davon, dass er den Dr. Eibelit findet, findet er auch natürlich die Vorlesung zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen. Und Sie können das Ganze dann hier den Link der Show kopieren, wird in die Zwischenablage kopiert. Und wo betten Sie das ein? Bei Matrix. Und et voilà, da haben Sie Ihren Podcast. Ja, so einfach geht es. Im Wesentlichen, das Ganze hat 20 Minuten gedauert. Das wäre jetzt die erste Folge gewesen eines neuen Podcasts, den Sie auf die eine oder auf die andere Weise hier in WebMatrix installieren können. Präsentieren Sie daneben die Präsentation und sprechen Sie jede Woche eine Folge von Ihrem Podcast ein. Und Sie haben eine ideale Form der Vorbereitung für Ihren Kurs. Wovon ich abraten möchte, ist die Aufnahmefunktion in PowerPoint zu verwenden, um so etwas Ähnliches wie einen Podcast herzustellen. Braucht niemand. Funktioniert nur in der Oberfläche von PowerPoint, ist sehr rudimentär, eigentlich nicht ansprechend und die sekundäre Nutzung der aufgenommenen Audioinhalte geht gegen null. Ersparen Sie sich das, sondern nehmen Sie sofort eine Audiodatei auf, dann haben Sie mehr davon. In diesem Sinne, die nächste Folge wird zum Vidcasting und im Kommentarbereich unter diesem Video, das Sie sehr gerne liken können und die Glocke und den Kanal abonnieren,
und die Glocke läuten im Kommentarbereich unter diesem Video. Finden Sie jetzt nochmal separat aufgelistet alle einzelnen Links zu den Ressourcen, die ich heute hier in diesem kleinen Tutorial verwendet habe. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.